Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir, Apps und Games. Wir werden heute gemeinsam Baby Pandas kleines Postamt spielen. Geeignet ist das Spiel für Kinder ab 0 Jahren und erhältlich für iOS und Android. Von Baby Panda haben wir jetzt schon mittlerweile ganz, ganz viele Spiele gespielt. Habt ihr vielleicht ein Lieblings-Baby Panda-Spiel? Dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Vielleicht werden wir das dann nochmal anspielen. Hier also mein kleines Postamt. Ich drücke mal auf Play und Baby Panda kommt durch die Tür. Ich stelle ihn mal hier auf den Stern und schon ist er umgezogen in seiner Postuniform. Und hier müssen wir wahrscheinlich Pakete abwiegen und das Gemüse gegenwiegen. Jetzt müssen wir noch kassieren, nachdem wir unseren Sticker drauf gemacht haben. Du bist der beste Mitarbeiter auf dem Panda-Postamt. Und so wie es aussieht, sind sie mit meiner Arbeit zufrieden. Zack. Und schon wieder eine Uniform. Und hier müssen wir die Briefe stempeln. Und es kommt immer mal wieder ein sehr aufgeregter Hamster ins Bild. Ich hoffe, den müssen wir nicht stempeln. Das werde ich gleich mal trotzdem machen. Passiert gar nichts, wenn ich den Hamster versuche zu stempeln. Der will uns einfach nur von der Arbeit hier abhalten im Postamt. Oh, das war ein Brief, der war aus Eis. Der geht bestimmt irgendwo in die Arktis oder so. Kommen wir dahin, wo es sehr kalt ist. Du bist der beste Mitarbeiter auf dem Panda-Postamt. Ich glaube, das hat auch ganz gut geklappt. Wir gehen mal weiter. Und jetzt? Was ist das hier für eine Station? Ah, hier müssen wir Pakete in die ganze Pakete Welt sortieren. Kannst du sie sortieren? Wir gehen in verschiedene Länder. Die Flaggen hier sieht man rechts und da müssen wir unsere Pakete zuordnen. Und wisst ihr, welche Länder das sind, wo wir die Pakete hinschicken? Es sind 3 Stück. Hier rechts seht ihr die verschiedenen Flaggen. Wenn ihr wisst, welche Länder das sind, schreibt mir das gerne in die Kommentare. 3 verschiedene. Vielleicht habt ihr in Erdkunde aufgepasst, dann könntet ihr das sogar wissen, welche 3 verschiedenen Länder hier Pakete bekommen. Aus unserem Baby Panda Postamt. Werden immer mehr. So, ich muss hier parallel auch noch die Sterne einsammeln. Oh, da ist mir ein Fehler unterlaufen, beziehungsweise habe ich mich verklickt und es wird immer schneller auch. Ich habe gar nicht so viel Zeit, die ganzen Pakete einzusortieren. Da kriege ich bestimmt einen Strafpunkt. Wann ist es denn endlich geschafft? Wie viele Pakete muss ich denn hier noch einsammeln? Das ist ja wirklich jede Menge. Zack, 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 zack. Oh oh, ich habe mich schon wieder. Bin hier schon wieder nicht schnell genug oder hab mich verklickt. Okay, zum Glück ist das Spiel jetzt vorbei. Da muss man wirklich sehr, sehr schnell sein. Und jetzt? Was passiert jetzt? Fliege ich jetzt etwa?
Oh, jetzt kann ich gucken, wo die Pakete hingehen. Ich sage, die Denk Pakete. Denk noch mal nach. Die sollen. Denk noch mal nach. Noch mal nach. Deine Post ist da. Ah, die kommt von Luftpost natürlich. Die werden da einfach nur abgeworfen. Deine Post und das Flugzeug da. Hält da gar Danke nicht. Dir. Denk noch mal nach. Deine Post ist da. Dann kommt dann ein kleines Bildchen und das Bildchen verrät mir, wo ich hinfliegen soll. Deine Post ist da. Tausend Dank. Jetzt geht's nach Australien, wo die Kängurus leben. Danke vielmals. Und zum Südpol, zu den Pinguinen. Vielen Dank. Du bist der beste Mitarbeiter auf dem Panda. Meine Mitarbeiter sind übrigens, oder Chefs sind eine Katze und ein Hund. Ich glaube, ich habe jetzt in diesem Postamt schon alles gemacht, was man so erledigen kann. Vielleicht gehe ich nochmal zurück. Weiter nach rechts können wir auf jeden Fall nicht gehen. Wir können noch weiter nach links gehen. Das haben wir schon gemacht. Geflogen sind wir auch schon. Dann haben wir hier noch unseren Hamsterschreibtisch. Die Briefwaage. Und da ist noch so ein Postkartenständer. Ah, okay. Und da können wir wahrscheinlich selber Postkarten verschicken. So, wir hatten hier auf jeden Fall gerade technische Probleme mit dem Spiel. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick in das kleine Postamt von Baby Panda bekommen. Ich finde es auf jeden Fall ganz niedlich. Man kann hier verschiedene Dinge machen, wie zum Beispiel Pakete wiegen oder auch Poststempel verteilen oder zum Beispiel Pakete sortieren und die dann auch noch per Luftpost abliefern. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Vergesst nicht, nette Kommentare zu hinterlassen und natürlich auch den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Ciao!